Georg Danzer ist einfach für mich schon immer ein ganz großer gewesen und ich habe das Glück gehabt, eben Georg Danzer kennenzulernen. Und wie er dann so krank geworden ist und wie es ihm immer schlechter gegangen ist, wollte ich mit ihm nur einige Termine ausmachen und leider ist es nicht mehr möglich gewesen. Wie mir die Nachricht seines Todes erreicht hat, habe ich mir eigentlich damals gedacht, ich müsste unbedingt diese Lieder vom Georg, die Texte vom Georg auf die Bühne bringen. Das war eigentlich meine Intention, wirklich eine Hommage an Georg zu machen. Wenn ich einmal leben soll, wenn ich einmal leben soll, wir haben eine Auswahl gemacht. Das erste Set ist ein bisschen nachdenklicher, sind Danzers, jetzt in Anführungszeichen, Liebeslieder, seine Auseinandersetzung mit dem Tod und mit dem Sterben. Es sind viele bekannte Lieder. Man kommt einfach bei einem Danzerprogramm oder bei einer Hommage nicht daran vorbei, dass man natürlich Jochau und Weiße Pferde bringt. Aber auch unbekanntere Lieder, humoristische Lieder und von mir als Sprecher kommen dann eben Anekdoten dazu, Kurzgeschichten von Danzer, ja, und selbst Erlebtes, wie wir uns getroffen haben oder was wir zusammen erlebt haben. An der Gitarre Heli Punzenberger, ein Juwel aus Linz, wohnhaft in Traunstein, dann am Bass der Herbert Friesenecker, ein Spaßvogel, der ohne Ende einfach wichtig ist für so ein Kombo. Dann Captain Kork, unser Pianist, der Thomas Hartmann, eine Riesenkapazität am Piano, am Synthesizer. Und last but not least, Dirk Bennert, ein Traum am Schlagzeug. Also ich bin von den Musikern total begeistert. Ich kenne alle vier schon seit bestimmt 6, 8 Jahren. Und endlich darf ich mit ihnen gemeinsam auf der Bühne stehen und dieses Programm dem Publikum präsentieren. Warum soll man sich dieses Projekt anschauen? Also ich glaube, dass es einfach Spaß macht, dass das Musik ist, wo man mit muss und dass es wirklich die Ausgewogenheit hat, sowohl sentimental und unter die Haut zu gehen, als auch wirklich, dass man hellauf lachen kann. Diese Mitmachaktion mit dem Publikum, also ich denke, es ist wirklich ein Muss, dieses Danzerprojekt zu sehen. Gut so. Doch was man aus der Geschichte lernt, nicht gut ist, wenn man was entfernt, was man doch des Öfteren noch verwendet. Und damit ist das Lied beendet.